Neue Flugzeuge für Condor. Was könnte es da werden? 787, A330, Neo. Schauen wir uns mal an. Viel Spaß. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen. Ich hoffe, es geht euch gut. Wenn eine Fluggesellschaft einen komplett neuen Flugzeugtypen einflottet, dann ist das ziemlich spannend. Nicht nur, weil es im Hintergrund eine ganze Menge Aufgaben zu bewältigen gibt, zum Beispiel beim Thema Training der Besatzung oder auch Maintenance, also die Wartung für den neuen Flugzeugtypen, sondern auch, weil ein neuer Flugzeugtyp für die Passagiere der Fluggesellschaft ja auch ganz gerne mal ein komplett neues Produkt, ein komplett neues Bordprodukt und damit ein komplett neues Flugerlebnis bei der jeweiligen Fluggesellschaft bedeuten kann. Im deutschsprachigen Raum ist da netterweise zum aktuellen Zeitpunkt eine ganze Menge Spannendes los. Lufthansa-Kunden warten seit geraumer Zeit auf die neue Boeing 777X mit der neuen Business Class bei der Lufthansa, obwohl die dann ja wahrscheinlich schon im A350 eingesetzt wird. Aber sie warten auch auf die Boeing 787. Vor allem diese fünf Exemplare, die da jetzt als so eine Art Zwischenlösung in Anführungszeichen bereits in diesem Jahr bei der Lufthansa verfügbar sein sollen. Das wird im Internet alles wild diskutiert. Kunden der Swiss und Austrian Airlines warten auf klare Ansagen zum Ersatz beim Thema Airbus A340 und Boeing 767. Und in Deutschland ist dann eben noch Condor definitiv jetzt mal mit neuen Langstreckenflugzeugen dran. Dazu tauchen im Internet jetzt erstmals konkrete Infos auf, die wir uns gleich anschauen. Aber erstmal, was ist der aktuelle Stand? Condor fliegt noch 15 Boeing 767-300ER. Neun davon sind bereits ihr gesamtes Flugzeugleben bei dieser Fluggesellschaft und das sind bis auf eine Ausnahme auch die neun ältesten Boeing 767-300ER bei Condor. Die älteste, die Delta Alpha Bravo Uniform Zulu, wurde im Juli 1991 an die Fluggesellschaft ausgeliefert und ist mittlerweile 30 Jahre alt. Das jüngste Exemplar aus dieser Gruppe von neun 767, die ihr gesamtes Flugzeugleben bei Condor verbracht haben, ist die Delta Alpha Bravo Uniform India, ausgeliefert im Januar 1995. Dieses Flugzeug ist heute fast 27 Jahre alt. Und wenn wir jetzt mal zum Vergleichen als Beispiel die letzten großen Ausflottungen der Lufthansa heranziehen, dann haben wir da zum Beispiel fünf Boeing 747-400, welche das Unternehmen offiziell Anfang 2020 verlassen haben. Diese Flugzeuge sind zwischen 24 und 25 Jahren alt. Oder die sechs Airbus A320 mit den Papa Alpha, Papa Bravo und so weiter Kennung, die ältesten A320 der Lufthansa, welche das Unternehmen ab 2019 verlassen haben. Fünf von denen wurden verschrottet. Einer steht bald den Lufthansa-Technik-Jungs und Mädels als Trainingsgerät zur Verfügung. Diese Flugzeuge waren bei Außerdienststellung zwischen 28 und 30 Jahren alt. A340-600 und A380 nehmen wir aus dieser Betrachtung jetzt mal raus, da hat das Ausflotten andere Gründe. Aber so lässt sich zumindest mehr oder weniger klar, die obere Linie, die obere Grenze für das Alter eines Passagierflugzeuges im Dauereinsatz bei 30 Jahren ziehen. Spätestens da ist wohl Schluss. Und vielleicht erinnert ihr euch jetzt noch an den Beitrag zu den Lufthansa Boeing 747-Flügen nach Palma. Da haben wir darüber gesprochen, dass die auf simpelste runtergebrochene Art und Weise, das Alter eines Flugzeuges zu betrachten, über den Blick auf die Total Flight Hours, also auf die Gesamtflugstunden des Flugzeuges, und über die Cycles, also über die Flugzyklen, über die geflogenen Legs, über die Starts und Landungen stattfindet. Da schauen wir jetzt wieder in unsere schlaue Tabelle von Boeing und dort gibt der Hersteller für seine 767 ein Limit von 75.000 Cycles, also 75.000 Flugzyklen und maximal 150.000 Flugstunden an. Dann ist das Ende der Lebensdauer dieses Flugzeuges erreicht. Und das sind überraschend viele mögliche Cycles für ein Langstreckenflugzeug, was vor allem darauf zurückzuführen ist, dass die Boeing 767 in den frühen Varianten, also als frühe 767-200, nur bedingt für Langstreckenflüge geeignet war. Und damit für eine gute Einsetzbarkeit auch eine recht hohe Anzahl an Flugzyklen abkönnen musste. Eine Boeing 747 als wirkliches Langstreckenflugzeug liegt hier zum Beispiel mit maximal möglichen 35.000 Flugzyklen deutlich niedriger. Und diese Betrachtungsweise ermöglicht uns jetzt eine realistische Einschätzung des wirklichen Alters des Flugzeuges und der Belastung der Flugzeugzelle und der Tragflächen. Also ganz einfach gesagt, von den wenigen Bauteilen, die an diesem Flugzeug wirklich an die 30 Jahre alt sind. Bei Condor fliegt die 767 fast ausschließlich Langstrecke und das lässt sich jetzt folgendermaßen rechnen. Bei ungefähr nur zwei Cycles im Schnitt pro Tag, also über die gesamte Lebensdauer hinweg zwei Flugzyklen pro Tag, dürften die neun älteren Condor 767 jetzt irgendwas um die 20.000 Flugzyklen auf der Uhr haben. Das liegt deutlich unter dem Limit, was Boeing da für die 767 gesetzt hat. Da ging also noch was. Bei den Flugstunden sieht das allerdings etwas anders aus.
Denn solche Langstreckenflugzeuge laufen etwa 14 bis 15 Stunden am Tag ununterbrochen durch, haben 14 bis 15 reine Flugstunden am Tag. Und das über die gesamte Lebensdauer hinweg bedeutet für die Condor 767, für die älteren Exemplare der Condor 767, etwa 130.000 bis 140.000 Flugstunden. Damit ist das von Boeing gesetzte Limit für die 767 zwar noch nicht erreicht, aber eben in greifbarer Nähe, und damit befinden sich die Flugzeuge auch auf der Zielgeraden ihrer Lebensdauer. Dass diese neuen Flugzeuge die gesamte Zeit hinweg nur bei Condor im Einsatz waren, ist ziemlich beachtlich. Diese Flugzeuge hat die Fluggesellschaft wirklich genutzt. Gut, dazu kommen ja jetzt noch 6 weitere Maschinen, die bis auf die eben angesprochene Ausnahme jünger sind als diese neuen Exemplare. Uniform Kilo, Uniform Mike, das ist die Ausnahme, und die mittlerweile ausgeflottete Uniform Lima kamen von Alitalia. Die Uniform Tango, Uniform Oscar und Uniform Papa waren vorher bei Transaero im Einsatz. Und die Uniform Sierra flog mal für Jet Air Fly. Diese Maschinen sind, mit Ausnahme der Uniform Mike, zwischen 20 und etwas über 22 Jahren alt. Und damit, auch wenn sie bei den anderen Fluggesellschaften vorher unterschiedliche Einsatzzwecke hatten, auch in Betrachtung der Flight Hours und Gesamtflugzyklen jünger als die neuen eben betrachteten Maschinen. Der Ersatz dieser Flugzeuge steht also, zumindest mit Blick auf die maximal mögliche Lebensdauer der 767, nicht unmittelbar bevor. Alle 767 der Condor sind mit dem gleichen Interieur ausgestattet, bis auf einige Unterschiede bei der Anzahl der Business-Class-Sitzplätze und damit verbunden eben auch bei der Anzahl der Gesamtsitzplätze an Bord. Zwischen 245 und 259 Sitzplätze haben diese Flugzeuge, aber alles in allem findet man eben das mehr oder weniger gleiche Interieur in diesen Maschinen. Damit ist die 767 übrigens nicht das kapazitätsstärkste Flugzeug der Condor. In der Boeing 757-300 finden noch ein paar Leute mehr Platz. Damit ist die 767 dann logischerweise auch eines der kleinsten Langstreckenflugzeuge überhaupt, die gerade so auf dem Markt unterwegs sind, aber eben an den richtigen Stellen ein leistungsfähiges Flugzeug. Und für die Condor, welche je nach Saison auch Ziele wie Whitehorse in Kanada oder Portland in den USA anfliegt, ein sehr gut geeignetes Flugzeug. Das ist auch alles schön und gut, ändert ja aber nichts daran, dass die Maschinen teilweise mittlerweile sehr alt sind und deswegen jetzt auch sukzessive ausgetauscht werden müssen. Wie das jetzt genau passieren könnte, wurde und wird in den letzten Monaten im Internet wahnsinnig wild diskutiert und vor allem wahnsinnig wild spekuliert. Vor allem unter der Berücksichtigung der aktuellen Krise und bei Betrachtung der aktuellen Lage der Condor oder Lage der Condor in den letzten Jahren offensichtlich recht überschaubaren Investitionsmöglichkeiten dieser Fluggesellschaft. Gleichzeitig ist die Krise aber auch, ob man will oder nicht, wahrscheinlich eine ziemlich gute Möglichkeit, um jetzt an neue Langstreckenflugzeuge zu kommen. Auf der einen Seite, der Gebrauchtflugzeugmarkt ist voll, auf der anderen Seite haben die großen Flugzeughersteller in den letzten 18 Monaten wahrscheinlich ein Durcheinander und ein Chaos bei ihren geplanten Auslieferungen erlebt, wie nie zuvor. Viele große Fluggesellschaften möchten und müssen aufgrund eines mittelfristig geringeren Bedarfs und oder aufgrund eigener Probleme bei Finanzierung und so weiter weniger Flugzeuge übernehmen und diese Flugzeuge später übernehmen. Das lässt mehr oder weniger fest geplante Auslieferungsslots in naher Zukunft leer und hängt an einige Auslieferungen sogar ein dickes Fragezeichen dran. Beides ist so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Ein voller Gebrauchtflugzeugmarkt bedeutet nicht automatisch, dass dieser auch voll ist mit perfekt passenden Flugzeugen. Und auch ganz viele freie Auslieferungsslots oder teilweise halb produzierte Flugzeuge, die dann keinen Abnehmer mehr finden, sogenannte Whitetails, das bedeutet nicht, dass da jetzt ein Haufen perfekt geeigneter Maschinen steht. Da geht es nicht nur darum, ob man jetzt eine 787 oder ein A330 braucht, sondern da geht es auch um die Triebwerke, da geht es um die Ausstattung, da geht es darum, was die Fluggesellschaft dann wirklich an Optionen schon gewählt hatte, was schon in diesem Flugzeug verbaut ist, was sich vielleicht im Nachhinein auch günstig verändern lässt. Wie auch immer, alles ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, heißt nicht, dass man da sofort die richtige Anzahl an perfekt geeigneten Flugzeugen günstig schießen kann. Das Thema ist also kompliziert, in jeglicher Hinsicht. Wie sie es am Ende machen, keine Ahnung. Müssen wir vielleicht alle mal ein bisschen locker durch die Hose atmen und abwarten. Weil wir wissen es doch wirklich nicht. Und auch wenn wir uns sicher sein können, dass die Planungen im Hintergrund schon sehr, sehr viel weiter sind, als wir das jetzt hier beurteilen können, wir haben doch keine Ahnung. Und da würden wir uns jetzt nur in unnötigen Spekulationen verfangen. Deswegen arbeiten wir doch mal mit den paar wenigen handfesten neuen Informationen, die das Internet jetzt bereithält. Es gibt eine Internetseite, die uns ähnlich wie planespotters.net ziemlich genaue, detaillierte Informationen über den Status gewisser Flugzeuge liefern kann. Hier gibt es zuverlässige Flotteninformationen, zum Beispiel über die noch bestellten Lufthansa Airbus A320neo, die also noch ausgeliefert werden, oder zum Beispiel auch zu diesen 5 Übergang 787, die dann noch in diesem Jahr bei Lufthansa eingesetzt werden sollen. Die angegebenen Seriennummern deuten hier zum Beispiel darauf hin, was wir vor ein paar Wochen ganz einfach noch nicht wussten, dass Lufthansa anscheinend tatsächlich
die ehemals für Vistara bestimmten 787 übernehmen wird. Und bei den Informationen zur Flotte der Condor ist jetzt neuerdings tatsächlich Platz für 16 Airbus A330-900, 16 Airbus A330neo. Für drei Maschinen sind hier ebenfalls bereits Seriennummern eingegeben, womit sich die Flugzeuge eindeutig identifizieren lassen. Und damit kann man herausfinden, dass es sich hier um ehemals für AirAsia X bestimmte A330-900 handelt. Diese wurden und werden von der asiatischen Fluggesellschaft nicht mehr übernommen. Und damit ist das tatsächlich ein erster konkreter Hinweis auf die zukünftige Flottenplanung der Condor. Und alles andere, was da noch kommt, das müssen wir dann abwarten. Das werden sie uns schon sagen, wenn es soweit ist. Aber die Tatsache, dass sie zum Beispiel auf der ITB 2019 schon eine Lie-Flat Business Class bestätigt haben, lässt zumindest erahnen, dass die Planungen im Hintergrund da schon sehr weit sind und dass auch schon vieles für ein neues Langstreckenflugzeug bei der Fluggesellschaft vorbereitet wurde. Also können wir gespannt drauf sein. In diesem Sinne soll es das für heute gewesen sein. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es waren ein paar interessante Infos für euch mit dabei. Ich weiß, es ist ein heiß diskutiertes Thema. Ich freue mich sehr auf eure Kommentare dazu. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Video wieder. Schaut gerne bei den Blueprints vorbei, wenn ihr da Bock drauf habt. Die gibt es noch immer auf aeroshopgermany.com. Neue sind in Arbeit. Danke für euren großartigen Support und dann bis zum nächsten Mal. Macht es gut und tschüss. Diese Maschinen sind, mit Ausnahme der Uniform Mike, ein Großteil der Airlines möchte aufgrund mittelfristig geringeren Bedarfs und eigener Probleme weniger Flugzeuge und diese und damit auch, wenn sie so weiter in der Registrierung haben, diese Flugzeuge waren zu Fork.